Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Einführung in Google SketchUp. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema 3D-Galerie und Komponenten, die damit verbunden sind. Jetzt erkläre ich erstmal den Sinn der 3D-Galerie. Ihr macht zum Beispiel hier gerade ein Haus, so wie ich hier mal vorbereitet habe, so eine Ecke und wollt jetzt unbedingt eine Treppe haben, aber ihr wisst nicht genau, wie und wo und wie sie aussehen soll. Für diesen Zweck wurde die 3D-Galerie entwickelt. Dafür gehen wir einfach auf Datei, 3D-Galerie und Modell übernehmen. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt sind wir verbunden mit der Google Homepage. Das funktioniert auch nur, wenn man eine Internetverbindung hat. Und da können wir dann zum Beispiel suchen nach Treppen oder sonstigen, zum Beispiel hier. Kann man auch noch ganz viele andere Schlösser Norddeutschlands, Google SketchUp-Komponenten, World Trade Center und so weiter. Um jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Urheberrechtssachen zu kriegen, nehme ich jetzt ein eigenes Modell. Dafür melde ich mich hier oben rechts eben an und wir sehen uns dann nach diesem Cut. Da bin ich wieder. Hier oben seht ihr jetzt, ich bin angemeldet. Und jetzt klicke ich jetzt einfach auf meine Galerie. Wir können aber auch einfach nach irgendwas suchen. Ich suche jetzt einfach mal nach Glas. Ist der, ich weiß, ich habe schon mal so ein Modell erstellt mit dem Namen. Und da haben wir auch schon Glas, der ist simple model made out of glass. Von mir. Ich habe noch drei andere Modelle, eine Holztreppe und einen hässlichen Katamaran und ein hässliches Heresolche-Modell mäßig. Und dann können wir einfach auf Modell Download. Klicken wir drauf. Klicken auf OK, weil wir wollen es ja direkt in unser Bild laden. Da halten wir hier diese Glastreppe. Jetzt kommen wir zu den angesprochenen Komponenten, denn diese Glastreppe ist eine Komponente. Das heißt, wir können nicht bearbeiten, nicht Farbe ändern, etc. Wir können sie nur drehen, skalieren und positionieren. Das mache ich jetzt auch mal eben. Dafür einfach mit den Punkten. Standardmäßig ist dann immer das Verschieben-Werkzeug ausgewählt. Dann können wir hier nicht über die Punkte die positionieren. So, dann geht das wieder nach oben. Denn die Treppe steht ja in der Regel auf dem Boden. Hängt nicht in der Luft. Dann einfach das Skalieren-Werkzeug. Und dann so an dem Punkt hier. Hier hinten können wir dann auch noch. Machen wir die steiler. Sehr viel steiler. Alles möglich. So. Eckpunkt, Endpunkt. Schon haben wir unsere Glastreppe. Wenn wir jetzt ein Modell hochladen wollen, Voraussetzung dafür ist, dass wir ein Google-Konto haben, klicken wir einfach auf Modell gemeinsam verwenden. Oben in der Leiste. Klicken einmal drauf. Dann kommt, wenn wir noch was haben, das verschiedene Komponenten, bla bla bla. Möchten Sie bereinigen, bevor Sie Modelle hochladen? Da steht dann drin, dass nicht verwendete Stile oder Materialien da drin sind. Klicken wir auf Ja. Wird das kleiner gemacht, also vorbereitet fürs Hochladen. Und dann erscheint hier dieses Fenster. Da können wir den ganzen einen Namen geben. Vorzugsweise in Englisch, weil sonst können wir hier noch eine Übersetzung hinzufügen. Alle Sprachen sind vertreten, außer Englisch. Darum bietet sich das immer an, den Titel in Englisch zu vergeben. Für uns können wir dann noch ein Logo hinzufügen. Da können wir noch eine URL zu unserer Website machen, Tags. Ähnlich wie bei YouTube auch. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Über dieselbe Methode können wir dann noch Häuser machen, die dann in Google Earth übernommen werden können, wenn sie denn gut genug sind. Will ich mal eben betonen, die müssen gut sein und dürfen jetzt keine Privathäuser wieder geben, sondern die müssten schon irgendwelche öffentliche Häuser wie Bürogebäude etc. sein. So, beschäftigen wir uns weiter mit den Komponenten. Wir können jetzt hier draufklicken und schon haben wir unsere Komponente ausgewählt. Wenn wir jetzt mit rechter Maustaste raufnehmen, können wir diese Komponente bearbeiten. Das ist eine neue Funktion in Google SketchUp. Hier können wir dann Linien löschen, Flächen anders färben und so weiter. Alles jetzt möglich. Und
So. Jetzt müssen wir mal daneben klicken. Schon ist unsere Komponente bearbeitet. Wenn wir jetzt nochmal drauf klicken, haben wir immer noch die Komponente. Wenn wir jetzt nur Teile davon brauchen, können wir diese Komponente auch in ihre Einzelteile auflösen. Jetzt haben wir hier ganz normales Modell, als hätten wir es eben selbst schnell modelliert. Gut, ich hoffe, dieser Teil der Einführung hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.